Herzlich willkommen zurück zu Wir sind ein Abstergo-Mitarbeiter. Ja, und bevor ich hier direkt zu dem Olivier gehe, will ich mal ganz kurz auf meine Daten zugreifen, weil ich hatte vor Äonen, gefühlten Äonen, hatte ich noch ein paar Computer gehackt. Ja, das kennen wir ja schon. Aber Abstergo Entertainment habe ich nämlich Präsentation des Sicherheitssystems bekommen. Was eine Anspielung auf ein bald erscheinendes Spiel von Ubisoft ist. Olivier, hier ist die ursprüngliche Präsentation, die ich erhalten habe. Sie ist ein bisschen mager, was die Fakten angeht, aber diese Leute wissen, was sie tun. Wir wissen mehr, wenn sie am Montag eintreffen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie teilnehmen möchten. John Blume, presented to Abstergo. Warum jetzt, warum Morten, warum Blume? Als weltweit führendes, innovatives Hightech-Unternehmen für performante Kommunikations- und Sicherheitstechnologie ist Blume im Begriff, die Art, wie wir über Information-Security-Architektur, ISA, denken, von Grund auf zu verändern. Als Spezialisten für alles von Mobiltelefon über Heimcomputer und digitale Bildverarbeitung bis hin zu Netzwerksicherheitssystemen sind wir besonders stolz darauf, dass wir die meisten Märkte, die wir inzwischen dominieren, selbst mit erschaffen haben. Und nirgendwo ist unsere Expertise augenscheinlicher als in unserem Flaggschiff, dem CTOS. Ein bahnbrechendes, proprietäres Security Software Operating System. Also, was ist das CTOS? Geheim, Datenschutz ist Sicherheit. Integral, wie haben wir ohne es je Geschäfte gemacht? Zugänglich, auf Knopfdruck. Verfügbar, wir sind überall, die ganze Zeit. Stabil, es funktioniert einfach. Einfach gesagt, CTOS ist die stabilste und benutzerfreundlichste Security-Software, die je entwickelt wurde. Kann Abstergo es sich leisten, sich diese Perfektion entgehen zu lassen? Der CTOS-Traum, das Blumeversprechen. Ein Dutzend Städte, 100 der größten Konzerne, 1000 kleinere Unternehmen. Seit fast einem Jahrzehnt hat das CTOS die Bedürfnisse seiner Kunden erfüllt. Und das mit einer Erfolgsgeschichte, die in der Moderne ihresgleichen sucht. Wie machen wir das? Robuste, ultraleichte HD-Kameras, Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, proprietäre Gesichtserkennungssoftware, mehrere Fail-Safe-Datenzentren, Cloud-kompatibles Informationsmanagement, 24 Stunden Kundendienst und Service. Kurz gesagt, wir haben alles, was Abstergo braucht, um sein einzigartiges geistiges Eigentum zu schützen und vieles mehr. The future is in Blume. CTOS, die Zukunft liegt in Blume. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, und hier wird auf Watch Dogs angespielt, weil da wird alles von diesen CTOS schon, ich sag mal, bemannt. Und jetzt habe ich den Communicator geschlossen, obwohl ich das gar nicht wollte. Abstergo Industries. Ja, da habe ich die Krypto-Geschichte der Artefakte noch gefunden. Das ist ein Mechanismus von Antikythera. Dieser Mechanismus wurde ursprünglich für eine analoge Rechenmaschine gehalten, die zukünftigen Positionen von Himmelskörpern anzuzeigen vermochte. Wissenschaftler von Abstergo Industries haben jedoch kürzlich herausgefunden, dass er nur ein kleiner Teil eines viel größeren Gerätes ist, einer sogenannten Vorhersagemaschine, die vermutlich von der ersten Zivilisation benutzt wurde, um Wahrscheinlichkeitsberechnungen für zukünftige Ereignisse vorzunehmen. Es könnte zum Beispiel bestätigt werden, dass die Vorläufer eines solchen Apparats in Verbindung mit ihren gegebenen präkognitiven Fähigkeiten benutzt haben, um Desmond Miles zu finden und Kontakt zu ihm aufzunehmen. Herr Miles ist die Quelle unseres Sample 17-Strangs und die Gründe für die Kontaktaufnahme unterliegen der Geheimhaltung. Weiterhin ist bekannt, dass diese Maschine aufgrund der Natur ihrer Quantenwahrscheinlichkeitsmessungen sehr schwierig zu benutzen waren und es viele hundert oder tausend Versuche erfordert haben durfte, so weit in die Zukunft zu blicken. Was haben wir hier Feines? Bagdad-Batterie. Ein Mysterium, das Forscher seit Jahrzehnten vor Rätsel stellt. Nun wurde das ultimative Geheimnis hinter der Bagdad-Batterie endlich entschlüsselt. In diesem Jahr haben Forscher von Abstergo Industries festgestellt, dass diese Batterie einst ein synthetisches Element der Vorläuferrasse enthielt, das Energie produzieren könnte, indem es die Energie anzapfte, die durch den Ablauf der Zeit erzeugt wird. Dies ähnelt verblüffend der Idee,
die theoretische Physiker Zeitkristalle getauft haben. Dieses unbekannte kristalline Material war in der Lage, kleine, aber unbegrenzte Mengen Energie zu erzeugen, indem es dem Lauf der Zeit selbst Energie entzog. Trotz der geringen Menge reichte die Energie, um eine kleine LED zum Leuchten zu bringen, was eine bescheidene, aber unglaublich effiziente Art der Lichterzeugung darstellt. Bis heute wurde kein funktionierender Zeitkristall der Vorläufer entdeckt. Blutampullen. Und jetzt wird's interessant, weil sowas haben wir schon mal in den Händen der Templer gesehen, in der Karibikzeit. Über die Funktion dieser Blutampullen ist wenig bekannt, obwohl Dutzende davon gefunden wurden, seit Abstergo in den späten 1980er Jahren damit begonnen hat, nach ihnen zu suchen. Bis heute wurden nur 3 mit intaktem Inhalt gefunden und nur eine davon enthielt eine bestätigte DNA-Probe der Vorläuferrasse. Die Geschäftsleitung von Abstergo Industries hat ihr besonderes Interesse daran bekundet, mehr Vorläufer-DNA zu finden und falls möglich Proben unserer sogenannten mitochondrialen Eva, soweit hergeholt dies auch klingen mag, bitte geben Sie sich besondere Mühe, alle Ampullen zu identifizieren, über die Sie beim Nacherleben von Erinnerungen stolpern könnten. Unglücklicherweise beträgt die durchschnittliche Halbwertszeit von DNA kaum 500 Jahre. Alle Proben, die alt genug sind, um von den oben beschriebenen Quellen zu stammen, also 80.000 Jahre oder älter, sind inzwischen längst unbrauchbar. Wir rechnen damit, dass es mehr als 250 gleiche Proben dieses Alters erfordert, um ein gehöriges Quäntchen Glück und daraus das vollständige Vorläufergenom zu sequenzieren. Tatsächlich dürfte die benötigte Zahl eher in Richtung 500 gehen. Und was haben wir hier Feines? Einen Kristallschädel. Diese antiken Objekte wurden bei verschiedenen Gelegenheiten an vermeintlichen Siedlungsstätten der Vorläuferrasse in der ganzen Welt gefunden. Bis zu einem gewissen Grad sind sie allesamt Kommunikationsgeräte, obwohl bisher 3 verschiedene Typen entdeckt wurden. Der erste Kristallschädel funktionierte ähnlich wie ein heutiges Mobiltelefon und ermöglichte die Kommunikation zwischen allen Personen, die im Besitz eines funktionierenden Schädels waren. Beim zweiten Kristallschädel entdeckte man später, dass er über eine Aufnahme- und Wiedergabefunktion verfügte und mit der audiovisuelle Nachrichten an mehrere Empfänger gesendet werden konnten, und zwar beliebig oft. Ein dritter Typ Kristallschädel wurde erst kürzlich entdeckt und scheint als eine Art passives Beobachtungssystem zu funktionieren, ähnlich wie ein Bildschirm in einem Überwachungssystem mit mehreren Kameras. Bisher wurden die Kameras am anderen Ende dieses Aufbaus noch nicht gefunden. Es ist nicht klar, warum diese Kommunikatoren äußerlich ein derart makabres anatomisches Erscheinungsbild haben, aber wir haben keinen Grund zur Annahme, dass die Vorläuferrasse, so intelligent sie auch war, nicht auch ab und zu Opfer von geschmacklosen Modetrends wurde. Ja, das kennen wir aus Assassin's Creed Revelations, beziehungsweise wenn ich das noch Let's Play, werden wir das gemeinsam noch sehen, ein Erinnerungssiegel. Diese Geräte, mächtig in ihrer Funktion, aber mit begrenztem Anwendungsbereich, wurden von der ersten Zivilisation benutzt, um kurze Erinnerungseindrücke aufzunehmen, damit sie später abgespielt oder von einer anderen Person nacherlebt werden konnten. Bisher wurden weniger als 40 davon gefunden oder bestätigt. Scheint es, dass diese Siegel kein herkömmlicher Gebrauchsgegenstand der Vorläuferrasse waren, sondern nur den reichsten und mächtigsten Mitgliedern ihrer Gesellschaft zur Verfügung standen. Bis heute wurde kein Siegel gefunden, das aufgezeichnete Vorläufererinnerungen enthält. Und von nur wenigen weiß man, dass sie überhaupt Informationen enthielten. Die Siegel, die vom Assassin Alter Ir Ibn Lahad benutzt wurden, um Erinnerungsinformationen an Ezio Auditore da Firenze weiterzugeben, könnten vermutlich heute noch funktionieren. Allerdings ist bis zum heutigen Tag ihr Aufenthaltsort unbekannt. Interessant ist, dass Abstergos frühe Durchbrüche in der Entwicklung der genetischen Erinnerungstechnologie auf dem Studio dieser Artefakte beruhten, auch wenn die aktuelle Animus-Technologie nicht auf dieser Architektur basiert. So, und was haben wir hier? Voynich Manuskript. Ein faszinierendes und bis dato ungelöstes Rätsel. Wir sind sehr daran interessiert, die Person oder Personen aufzuspüren, die für die Erschaffung dieses wunderbaren und mysteriösen Werkes verantwortlich scheinen. Alle Forscher, die auf europäische Subjekte aus dem 15. und 16. Jahrhundert angesetzt wurden, sollten angewiesen werden, jede Erwähnung dieses seltenen und wertvollen
Artefakts besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Obwohl neuere C14-Untersuchungen die Erstellung des Werks auf das Jahr 1405 datieren, hat Abstergo Industries streng geheime Informationen entdeckt, dass diese Theorie deutlich verkomplizieren. Von besonderem Interesse für uns bei diesen Farben ist der englische Philosoph Roger Bacon. Ja, etwas über die Geschichte. Das haben wir alles schon gesehen. Subjekt 0 Audiodatei haben wir, kennen wir auch. Große Köpfe haben wir schon gesehen. Und die Notizen, die lesen wir uns erst durch, wenn wir alle haben. So, 10 Minuten gequatscht. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Karte. Zum Fahrstuhl muss man. Ja, da laufen wir geradewegs zum Fahrstuhl, haben wir ja eh nichts zu tun. Ich hab doch geschossen, hab an den falschen Stellen rumgeschossen. Hier drüben. Bereit, er erwartet uns. Melanie. Kommen Sie, Melanie. Zum CCO. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Weil ich glaube, ich kenne den Trailer. Wenn das der Trailer ist, wo ich glaube, dass das der Trailer ist. Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauern. I don't like you. Not very good. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Leticia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid, ich ruf Sie dann an. Boah. Sowas unhöflich. Hast du schon was vor? Wollen wir mal was essen gehen? Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Ja, da gehen wir mal. Ha, da krieg ich Sicherheitsstufe 2. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voilà. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Finde zuerst die Kamerasteuerung. Ich glaube hier rein. Sieht man sehr nach Abstergo und Animus und so aus. Na hoi, was ist denn hier los? Boah, mal frische Luft schnappen hier. Was soll das eigentlich sein? Have no fucking idea. Dadurch, dass es hier aber keine Infos und nichts gibt, die rumkleben. Gehen wir einfach mal hier rein. Ich aktualisiere den Kommunikator. Erst gucken, ob hier irgendwo Notizzettel hängen. Muss ich mich auch noch eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Tutorial. Navigiere zwischen den Zahlen, indem du L nach links und rechts bewegst. Bewege R nach links und rechts, um die Werte zu ändern. Ah, okay. Haha. Well, well. Zugriff auf Kamerasteuerung. Bisschen hacken hier. Verwende Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium.
wollen Sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Red Deutsch. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye, bye. Tabernack! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Und die suchen jetzt erst bei uns. Assassinen, Templer. Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker. Du gehörst mir. Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Okay, gehen wir mal zum Fenster. Hachi. Oh, was ist denn jetzt los? Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Danke fürs Tür aufmachen, der Herr. Okay, entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Ah, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Die ist eine Menge Geld wert. So, da wollen wir uns mal in Oliviers Computer reinhacken. Habe ich also ziemlich gar kein Problem damit, weil... Scheiß Hacker. Nein! Das ist wie Frogger damals. So, wir sind drin. Verbindung erfolgreich. An Melanie LeMay, Kama Nero, Chloe Lesney, Christopher Darby, Evan Dean von Olivier Gagnon. 6. November 2013, 9:46 Uhr. Salut! Wie die meisten von Ihnen wissen, nehme ich vom 15. bis 17. am Aktionärstreffen. In Chicago Hotel. Der Vorstand will unseren Fortschritt bei der Kenway-Linie begutachten. Die wenigen Daten, die wir bisher gesammelt haben, sind unglaublich und wir rechnen mit noch aufregenderen Funden in der nahen Zukunft. Die Ereignisse und Menschen, die wir bisher gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich, dass die vollständige Erfahrung eine der aufrüttelndsten Entdeckungen aller Zeiten über Piraten sein wird. Es erfordert einiges an Arbeit, die Daten von allen Anstößigen oder geheim zu säubern, aber wir haben bereits jetzt unglaublich vielversprechendes Material beisammen. Zur gleichen Zeit wird Abstergo Entertainment bald eine Closed Beta für unsere neue Consumer Cloud Interface App, ein besserer Name steht noch aus, ankündigen. Edward Kenways virtuelle Piratenerfahrung wird das erste vollständige Produkt sein, das wir anbieten. Und das erste seiner Art überhaupt. Eine packende interaktive Piratenerfahrung, die aus echten historischen Daten zusammengestellt wurde.
Interne Tests der Consumer Cloud App verliefen sehr ermutigend und wir erwarten, dass sie bis zur nächsten Feiertagssaison bereit sein wird, wenn alles nach Plan läuft. Das führt uns zu einer weiteren Frage. Welche anderen Erfahrungen würden wir gerne anbieten? Welche anderen historischen Epochen und Orte können wir erkunden? Die aktuellen Datenbeschaffungsquote unserer Produktionskapazität und unserem Verständnis von Konsumtrends nachzuurteilen. Die Führungskräfte von Abstaro Industries haben mir das Ziel gesetzt, eine vollständige virtuelle Erfahrung pro Jahr zu produzieren. Zusätzlich zu kleineren Angeboten, soweit unsere Forschung es erlaubt. Dazu zählen Bücher, Aufnahmen, Filme und andere Transmedia-Angebote. Eine zweite damit verbundene Frage ist, enthält Sample 17 genug überzeugende Daten, um unsere derzeitige Konzentration darauf aufrechtzuerhalten? Oder sollten wir bei Abstergo Industries um weitere archivierte Daten bitten? Denken Sie daran, die Daten von Sample 1 haben sich als gehaltvoll genug erwiesen, um unser Produkt Liberation fertigzustellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Erforschung von Sample 2 bis 16 zu ähnlich überraschenden Ergebnissen führen könnte. Ihre Gedanken dazu? Olivier Charnon, Chief Creative Officer Abstergo Entertainment. Und das ist von der Melanie jetzt. Hallo zusammen, danke, dass Sie die Diskussion eröffnet haben, Olivier. Nur eine kurze Zusammenfassung, wo wir im Moment stehen. Ich bin nun seit etwas über einem Jahr Leiterin des Sample 17 Projekts und mein Team und ich konnten eine grobe Liste der interessanten Epochen zusammenstellen, die uns in dieser genetischen Probe zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass diese Daten bereits völlig oder teilweise von Abstergo Industries sequenziert wurden. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Väterlich, italienische Renaissance, das Osmanische Reich, amerikanische Kolonien und Unabhängigkeitskrieg, Neuengland und Amerikas mittlerer Westen. Mütterliche Linie, Heiliges Land Kreuzzüge, Ägypten und Nordafrika, das Ashikaga-Shogunat in Japan, Französische Revolution, Napoleonische Kriege, Taiwan, Summer of Love, amerikanische Pazifikküste. Offensichtlich ist das nur eine kurze Auswahl unserer potenziellen Optionen. Die Anzahl von Vorfahren einer jeden Person liegt nach nur 15 Generationen bei über 30.000. Bei Sample 17 könnten uns also noch ein paar Überraschungen erwarten. Allerdings trotz des reichhaltigen Erbes von Sample 17 sollten wir uns nicht darauf beschränken. Wenn wir woanders konkrete Spuren finden, ein paar Männer aus allen Zweigen meiner Familie haben in beiden Weltkriegen gekämpft und ich hatte einen Urgroßvater, der im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Er hat sogar ein paar Mal Präsident Lincoln getroffen. Diesen Weg zu beschreiten wird etwas zeit- und kostenintensiver, da diese Daten noch nicht sequenziert wurden. Aber auf lange Sicht könnte es lohnend sein. Kurz gesagt, wenn irgendjemand über bestätigte Verbindungen zu historischen Ereignissen, Epochen oder Städten hat oder jemanden kennt, bitte teilen Sie es uns mit. Ich werde außerdem die von Abstergo gesammelten und sequenzierten Proben der letzten drei Jahrzehnte überprüfen. Vor kurzem erfuhr ich, dass eine der Proben, Sample 2 glaube ich, am Prozess gegen Jean d'Arc beteiligt war. Die nächste heiße Spur liegt also direkt vor unserer Nase. Mel. So, hier haben wir noch ein paar Bilder. Das sieht aus wie... Ganz rechts, das ist Französische Revolution. In der Mitte kann ich jetzt nur genau deuten. Und links, das sieht aus wie Wilder Westen. Krieg. Ja. Jetzt hat Olli wieder geschrieben, alles gute Punkte, Mel. Nur eine kleine Warnung. Sample 2 stammt vom verstorbenen Dr. Warren Riddick persönlich aus den frühen 80er Jahren, als er noch ein junger Ingenieur bei Abstergo Industries war. Also so verlockend eine Jean d'Arc Erfahrung auch klingt. Ich bin nicht sicher, ob Abstergo Industries ein Interesse daran hat, dass wir an Dr. Riddicks DNA herumstöbern. Das ist ein sehr sensibles Thema. Was mich angeht, ich bin mit François-Xavier Journaud voran, dem bekannten Historiker und Poeten aus Quebec. Spannend, oder? Vielleicht eine Idee? Und einen Vorbehalt habe ich noch. Wir sollten es vermeiden, moderne Zeiträume zu erforschen. Außer wir finden etwas wirklich Überzeugendes. Denn so unterhaltsam eine Zweite Weltkriegserfahrung auch klingen mag, wäre es vorteilhaft, alle Settings mit Fahrzeugen wie Autos, Motorrädern, Helikoptern, Panzern und so weiter zu vermeiden. Warum, fragen Sie vielleicht, weil unsere Forschung gezeigt hat, dass die Erinnerungseinprägung aller Individuen durch den semi-katatonischen Zustand behindert wird.
in denen die meisten Menschen bei der Benutzung von Fahrzeugen über einen längeren Zeitraum verfallen. Dadurch wird die Datenbeschaffung erschwert. Kurz gesagt, wir wollen, wenn möglich, keine extra Features für den Animus programmieren müssen, nur um die Erinnerung von Menschen erforschen zu können, die Auto gefahren sind. Es gibt andere und effektivere Wege, dieses Gefühl zu erleben. So, die Chloe. Olivier. Haha, Quebec City ist wunderschön, aber ich bin nicht sicher, ob sich eine Geschichte über einen Historiker ohne Piraten, Ninjas oder Zombies so gut verkaufen würde. Vergessen die außerdem nicht, Sample 4 und 16 könnten ebenfalls tabu sein. Als ich letzten Monat meine eigene Nachforschung anstellte, erfuhr ich von einigen aufregenden Persönlichkeiten, die in diesen Proben enthalten sind. Aber als ich danach suchen wollte, wurde mir von einigen Leuten, die in der Hierarchie weit, weit über mir stehen, Einhalt geboten. Sehr merkwürdig, aber wohl kaum überraschend, denke ich. AI verfügt über eine Reihe aktiver Militärzulieferverträge und ich schätze, es könnte damit zu tun haben, ich habe nicht weiter nachgebohrt. Was mich selbst angeht, falls es jemanden interessiert, mein Urgroßvater war mit Hemingway und Stein und Seti und Picasso befreundet, als er in Paris der 1920er Jahre lebte. Keine actiongeladenen Abenteuer, aber historisch interessant. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Peace. Chris, ist unser Treffen zum Mittag hier vor Ort oder außer Haus? Olivier. Ja, so sehr ich die verlorene Generation auch liebe, ich liebe auch unsere erste virtuelle Erfahrung, sollte ein wenig mehr actionorientiert sein. Es sind Kriege und Kampfeinsätze immer ein guter Einstieg. Oder genauer gesagt, alle Epochen, in denen sich intensive Konflikte zugetragen haben. Was Piraten, Ninjas und Zombies angeht, die ersten beiden könnten wir leicht unterbringen, aber Zombies sind ein wenig, wie sagt man, unhistorisch? Schade eigentlich. Christoph. Meine Urgroßmutter zum Beispiel hat während des irischen Unabhängigkeitskriegs viele Jahre mit Eamon de Valera und Michael Collins zusammengearbeitet. Es sollte also nicht schwer sein, diesen kleinen Abschnitt meiner eigenen genetischen Erinnerungen für unsere Zwecke zu sequenzieren. Oliver. Tatsächlich gibt es einen faktischen Hintergrund zu den Zombies. Oder zur Zombifizierung jedenfalls. Ich habe Hurstons Buch über Haiti und die merkwürdigen Voodoo-Bräuche dort gelesen. Das ist vielleicht keine Hollywood-mäßige Zombie-Magie, aber trotzdem ziemlich gruselig. Es ist sogar möglich, dass Edward Kenway oder einer seiner Kollegen auf dieses Zeug gestoßen ist, oder? Können wir die Leute nach Beweisen dafür suchen lassen? KL, anderes Thema. Es gibt ein neues vegetarisches Restaurant, das ich gerne ausprobieren würde. Ich bringe die Datenblätter mit, die sind schon ausgedruckt. Jeder hat ja euch einen Scheiß beizutragen. Eieiei. Tut mir leid, wenn ich den Dissidenten spiele, aber können wir diese Technologie nicht nutzen, um zu bilden statt zu unterhalten? Ich meine, theoretisch steht uns die ganze menschliche Geschichte zur Verfügung. Alle unsere großen Erfolge und leuchtendsten Momente. Da ist es ein wenig ernüchternd zu hören, dass wir uns auf Kriege, Konflikte und Gewalt konzentrieren müssen. Das heißt nicht, dass ich per se gegen Gewalt bin, sondern nur, dass Gewalt im Übermaß nicht so furchtbar interessant ist. Das ist alles. Es gibt so viele weitere Schattierungen im Leben, die wir untersuchen könnten. Also, was, wenn wir die Erinnerung von jemandem finden, der mit Albert Einstein im Patentamt zusammengearbeitet hat? Oder mit Charles Darwin an Bord der Beagle? Oder Marie Curie in Frankreich? Momente, in denen Menschen ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Okay, kommt schon. Bisschen schmierige, humorlose Universitätsprofessoren, achtstellige Summen zahlen, um die Reifikation normativer Geschlechtsmerkmale im präkolonialen Indien zu untersuchen. Warum bleiben wir nicht bei den Sachen, die sich verkaufen? Ich rede von Jack the Ripper im viktorianischen London. Ich rede von Guillotine, Robespierre und Napoleon Bonaparte in der französischen Revolution. Ich rede von Billy the Kid und Wyatt Earp im wilden amerikanischen Westen. Ich rede von Genghis Khan und den Mongolen, die an einem schönen langen Sommerwochenende eine ganze Millionenstadt abschlachten. Action, Blut, Abenteuer, Konflikt! Denn wir werden nicht ein Zehntel des Geldes wieder reinholen, das wir in die Erinnerung von dem Kerl stecken müssen, der neben Einstein saß, während dieser an den Nägeln kaute und im Kopf die Einzelheiten seiner Relativitätstheorie ausarbeitete. Um Gottes Willen, Mann, wir sind ein Unternehmen, keine Gruppentherapie. Evan, klärt das bitte offline. Okay. Ja, und da sehen wir mal, was die so für Gedanken haben über die ganze Projektscheiße und so. Gewiefter Bastard, ein Pirat durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich.
Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Geht sie fix mal aufs Klo. Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel her... Nö, wir tun erstmal noch hier hacken. Wenn die eben mal weg ist, dann können wir das doch auslösen. So, geht los. So, haben wir das auch geschafft. Zugriff gewährt. Aus den Tagebüchern des Edward James Kenway. Assassin's Creed 4 Black Flag. Oliver Bowden. Kapitel 3. Straf sie in Old Chalelet. Ein Gasthaus. Das, meine Leute, das tue ich jetzt nicht vorlesen. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Miss Caroline Scott kennenlernte. Nett. Na, schön erstmal den Typen ignorieren. Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Das ist der jetzt hier hinaufgelaufen, ne? Doch, ist mir egal. Vor allem, die Melanie rennt weg, die interessiert das gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, wer der Kurier ist. Ist ja nicht so, dass wir die Kurierdame schon mal getroffen haben. Die wird wieder am Kaffeestand stehen. Wie war der Café Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen, nur scheiß Kaffee. Ja, nur scheiß Kaffee. Ah, hurra, unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür, wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Sean. Je ne travaillerai pas là-bas pour tout l'or du monde, même si c'était la dernière compagnie sur la terre. Leur Kultur. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Oh, wir ja. Beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Sean, gib mir mal einen Kaffee. Ich habe auf den Servern sequenzierte Daten von Jean Darby. So, wie sieht's denn aus? Komme ich hier jetzt rein in den Security-Raum? Sag mal. Kaum hatte ich sie runtergeladen. Geh weg, Junge. Ja, hier komme ich rein. Da können wir erstmal ein bisschen Kamera. Kamera-Hacker spielen hier. So. Ha! Ist einfach nur drauf ab. So, was können wir denn jetzt bitte abhören? Sieht nicht besonders wichtig aus. Typ, der allein da rumsaß. Gibt's hier noch was?
Aha. Noch eine Notiz. 11:20. Jawohl, ja. Da drüben. Geht's da noch weiter? Ist da schon drinne? Ne, da war schon ein Letter, der Security Level 3. Hallo? Redet Deutsch mit mir hier, scheiß Franzosen. Ist das Toilette? Da waren wir ja schon, soweit ich mich erinnern kann. Ja, in voller Kampfmatur. Eieiei. Danke für keinen Kaffee, Sean. Ich gehe wieder an meine Arbeit. Und zwar hacken. Ja, wir wollen hoch. Und ich kann jetzt, ja. Noch ein paar Rechner hacken. Wir gehen erstmal hier rechts lang zu den Rechnern. Weil wir ja jetzt Befugnis für Stufe 2 haben. Erstmal kurz umgucken. Nett. Oh, hier ist noch. Ich hab schon gesehen, hier hinten klebt auf jeden Fall eine Haftnotiz. Uns mitnehmen und aber ignorieren erstmal. Einfach weil ich mir so denke, wenn wir die Notizen alle am Stück durchlesen, wird es doch einen ganzen Ticken interessanter, als wenn wir diese nach und nach durchlesen. Also so fetzenhaft. Easy peasy. Okay. Ich hoffe, das Ding ist an. Ich glaube, ich habe das Handy noch nie benutzt, um etwas aufzunehmen. Hey, Dad. Also, wir sind alle hier in New York, in diesem Hotel. Queens, genauer gesagt, in Astoria, nahe der NQ. Rebecca besorgt gerade Batterien für irgendwas. Und Sean ist in seinem Zimmer. Keine Ahnung, was er macht. Ja, du holst uns was zu essen und ich... Tja, ich soll mich darauf vorbereiten, in ein paar Büros im Bankenviertel einzubrechen. Fühlt sich fast an wie einer deiner Trainingsdrills. 10 Jahre vergehen und dann tauchst du auf und es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Und wir fangen gleich wieder an mit den Verschwörungen und der Paranoia. Nur, dass ich dir diesmal glaube. Ich glaube jedes Wort. Mehr noch. Ich glaube, du weißt nicht einmal die Hälfte. Ich glaube, du weißt gar nicht, was ich alles gesehen habe. Wie viel ich in wenigen Wochen gelernt habe. Alles, ehrlich. Es fühlt sich an, als hätte ich 1000 Jahre gelebt. Oder 10.000 vielleicht. Es ist unmöglich zu erklären, aber wenn man so viel von der Welt sieht, durch so viele Augen, kann man nur traurig werden. All diese unglaublichen, intelligenten Leute, die immer wieder dieselbe Schlacht schlagen und dieselben Fehler machen. Weil Kultur und Wissen und Geschichte, all diese Sachen werden nicht genetisch weitergegeben. Jedes Kind auf der Erde muss die Grundlagen von Neuem erlernen. Wie man lebt, wie man überlebt, wie man sich erhebt für die richtigen Dinge. Aber so viel geht bei dem Transfer verloren. So viel wird in jeder Generation hinzugefügt. Es ist eine Schande. Alles muss immer wieder neu erlernt werden. Ich traf Clay, Dad. Clay Kaczmarek im Animus. Ich
kannte ihn unter seinem Abstergo-Decknamen. Subjekt 16. Mein Vorgänger. Und er zeigte mir Dinge. Er gab sie mir weiter. Kurz bevor er starb. Oder gelöscht wurde oder was auch immer. Alles, was er gelernt und was er gesehen hat. Gott, wie soll ich darüber reden? Also, ich schätze, du hast ihn trainiert, oder? Nachdem ich weg war. Er hat zu dir aufgesehen. Und nun, da ich dich mit seinen Augen sah, verstehe ich auch warum. Ich bin froh, dass du ihn hattest, als ich fort war. Aber was er mir gezeigt hat. Unglaubliche Sachen. Und ich hätte nie... Scheiße. Es geht gleich weiter. Well, well, well. Seine erste Memo. Wir gehen erstmal hier rüber. Schön im Kreis abarbeiten. Ja, und ich weiß, dass wir schon bei über 40 Minuten sind, aber wir tun das einfach ein bisschen länger fassen, weil das ist ja sowieso eine Infofolge. Und da ist das nicht so schlimm, wenn die ein bisschen länger ist. Flup. So, easy going. Kryptogeschichte, Orte, Alea Irrlicht. Aber das tue ich jetzt ohne alles vorlesen. Bermuda-Dreieck. Chichen Itza. Stonehill, nee, Osterinsel sind das. Wostoksee. Nett. Und was hat uns hier PC Nummer 3 zu sagen, außer den unordentlichen Papierkorb? Na los. Ohne drauf zu gehen, habe ich das geschafft. Subjekt 17, geborgene Mädchen. Ah, das sind Bilder, die er gemacht hat. Das ist Sean. Das ist er. Beim dritten Teil durfte das sein. Im Außeneinsatz oben auf dem Dingens. Cananosa, Sao Paulo. Strand. Rebecca, The Dad, das Team, das ist vor der großen Höhle, Meets, oh süß, so, Exit, so und wir müssen jetzt noch auf die andere Seite, wie sieht es denn eigentlich aus, Lobby, jawohl, hier können wir noch die Kamera checken. Wenn wir dann die Computer auf der anderen Seite gecheckt haben. Okay, hier gibt's Pokale ohne Ende. Erstmal umgucken. Weil Notizen. Ah, da hat alle Wally. Und cool. Und hier unten ist ja der Miss Mary. Jetzt kommt da wieder dieses Kugellinks, ja. Finde ich cool. So, das war's. Den Punkt haben wir erreicht. Extraktionssequenz.
Phase 1 Bericht. Das Desmond-Paket. Dieses Überwachungsvideo, aufgenommen von Erudito oder einer anderen Gruppe, beträgt die Bezeichnung New York, USA, 1.9.2012, 4.02 Uhr. Entführt Datentransfer, Chase darum bitten, seine Männer in Zukunft zu seiner professionellen Sprache anzuhalten. Okay. Abstärker. Poster für vermisste Personen. Freunde von Subjekt 17 verbreiten sie in ganz New York. Das nennt man alles. Okay, krasse Scheiße. Na, da wurde ja einfach bloß weggeschnappt von Abstergo. Das ist eine Gitarre. Schon 13 Computer gehackt, das finde ich ganz geil. So, hier geht's gleich mal weiter. Das machen wir noch fertig, gehen dann noch zur Kamera. Und dann war's das für heute. Ich weiß, die Folge ist ein ganzes Stück länger geworden, als es sollte. Aber shit happens. So, da haben wir's. Na los. Das andere kann man wenigstens schneller abbrechen. Große Köpfe der Geschichte. Auftrag 3. Madeleine de Lys. Okay, eine Templermeisterin. Mag ich nicht. Sieh mal einer an. Ist jetzt auch noch dran. So, halt machen wir wieder. Es ist doch mittlerweile alles easy peasy hier. Ich bin Meisterhacker. Ich das nicht schaffe, wer sonst? Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair ibn Lahab angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Altair! Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen. Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas' Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt. Okay, Marktanalyse zu Altair. Well, nett, nicht. 15 Rechner schon gehackt. Also ist denn jetzt der letzte, den rechts von mir, daher. Na dann, geht los. Ja, los, Passwort ist egal. So.
jedes Mal so rumgedreht. Jedes Mal anders. Aber wir kommen trotzdem an unser Ziel. Verborgene Geheimnisse, Werbekonzept. Wie viele Vorfahren haben Sie? Okay, Animus, Werbung. Ja, nee, ist klar. Donate today. Ah, ihr seid doch krank. So, da gehen wir auch raus. Ist das noch eine Notiz? Nee, ist bloß ein Snackautomat. Das ist eh eine Notiz ja versteckt gewesen, oder? Ich finde das Spiel traurig. Ich will mehr Notizen. Irgendwo eine versteckt. Ne. Na denn, geht's mal ins Sicherheitslager hier. Irgendwo. Da. Wird sich hier noch fix reingehackt und dann geht's rund. So, ganz einfach. Was soll man jetzt so fein ist? Aha. Ach ja, der gute Melanie. Da ist auch noch eine Notiz versteckt. Ich sehe das ganz genau. Bei der ollen Melanie. Das ist dein Büro, oder was ist sie? Mit dir. Fucking Büro eigentlich. Das ist schon mal interessant zu wissen. Hier, das dürfte ihr Büro sein. Oh, tolle sehe ich's. Aber naja. Wir hatten uns jetzt in die Kamera schon gehackt. Nur was da ist. Können wir hier an den Arbeitsplatz gehen? Das habe ich schon wohl gelöscht. Die war sowieso auf dem Rucksack. Wir locken uns wieder ein, dass wir wieder hier auf Kenworth. Kenworth. Edway und Kenworth. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen. Bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline. Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Damals noch in Wales. So, jetzt zeige mal, was hat sich denn mittlerweile getan hier. Nassau auf den Bahamas, 1718 im Juli. Versuchst du deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich, wo es hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Yes, es. Ah.
da jetzt von Kluft an. Heiliger Kluft könnte es sein. Schluss so rum, aber. Das sieht nicht aus wie die Checkdown. So, das ist ein Shanty. Ja, und ich würde sagen, wir haben jetzt unsere Stunde voll gemacht. wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und haut rein. Tschüss.